Fraktion Die Linke das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eingangs aus dem Sitzungsprotokoll vom 25. März diesen Jahres zitieren, und ich zitiere den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Aber vor allem gebührt unser Dank und unsere Anerkennung den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegekräften und den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Ich denke, dass wir uns einig sind, dass wir in diesen Dank auch ausdrücklich diejenigen einbeziehen, die tagtäglich trotz erhöhten Ansteckungsrisikos die Versorgung in der Bevölkerung sicherstellen. Weiter steht in dem Plenarprotokoll: lang anhaltender Applaus im ganzen Hause und die Anwesenden erheben sich. Das ist jetzt etwas mehr als 6 Monate her. Jetzt hört sich das von Arbeitgeberseite aus so an: überzogene Forderung, maßlos, zu teuer, unverhältnismäßig und so weiter und so weiter. Können Sie sich eigentlich die Wut und die Enttäuschung der Kolleginnen und Kollegen vorstellen? Das hat nämlich mit Respekt Ihrer Arbeit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und dann hört man häufig auch hier in diesem Hause: ja, jetzt in der Krise, jetzt sei nicht die Zeit für Lohnerhöhungen. Ja, meine Damen und Herren, wann ist die denn? Ich habe selber über 20 Jahre lang Tarifverhandlungen geführt, und ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Der richtige Zeitpunkt für Lohnerhöhungen ist für Arbeitgeber nie. Deswegen sagen wir, der richtige Zeitpunkt ist genau jetzt. Jetzt wird das Geld auch benötigt, um Konjunktur und Nachfrage anzukurbeln. Und der Gipfel der Unverschämtheit ist nun, dass versucht wird, die Interessen der Beschäftigten gegen die Interessen der Allgemeinheit auszuspielen. Der Verband der kommunalen Arbeitgeber argumentiert, dass das Geld für die Lohnerhöhungen die nötigen Investitionen in Klima, Bildung und Digitalisierung verhindert. Die Löhne der Beschäftigten sind aber in der Vergangenheit nur sehr bescheiden gestiegen. Dennoch gibt es einen Investitionsstau in den Kommunen, der bei weit über 100 Millionen Euro liegt. Das ist doch nicht die Verantwortung der Kolleginnen und Kollegen, sondern einer völlig verfehlten Politik. Diese Bundesregierung weigert sich, die Kommunen finanziell besser auszustatten und die Vermögenden zur Finanzierung heranzuziehen. Und ich finde es unerträglich, dass die Krankenschwester verzichten soll, aber die Reichsten in diesem Land verschont bleiben. Die Auseinandersetzung der Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst ist mehr als eine reine Tarifrunde. Es geht um die gesamtgesellschaftliche Frage: was ist uns die Betreuung unserer Kinder, die Pflege unserer Angehörigen oder die öffentliche Müllabfuhr wert? Die Linke hat diese Frage klar beantwortet. Wir stehen für eine gut finanzierte öffentliche Daseinsvorsorge, und unser Platz ist an der Seite der kämpfenden Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ferschen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Pien.